Old Boyfriend? An 8-year-old Boyfriend? Kann ich das auch als Girlfriend nehmen? Ja, kannst du. Ich würde den alten Mann nehmen. Eindeutig. Wenn die reich ist, würde ich auch die alte Frau nehmen. Ja, aber was willst du denn mit dem kleinen Kind? Ich meine, das kann weder reich sein. Ja, stimmt. Lassen wir das kleine Kind lieber für Pedobär, also. Ja. Ganz Pedos 33%. Every time you orgasm, you scream Bible verses. Bei jedem Orgasmus Bibelverse schreien. Every time you love, you make the Roadrunner noise. Lachen wie Sylvie van der Vaart oder... Ich würde das Lachen nehmen. Und Moses sprach. Ja, ich würde auch den Roadrunner nehmen. To work in a job you hate, but have a very high pay. Oder work in a job you love, but be paid hardly anything. Na, dann würde ich trotzdem den Job nehmen, den ich mag. Ich auch. Auf jeden Fall. Krieg ich auch noch 5 Euro die Stunde. Da würden lieber 60% den Job nehmen, den sie hassen. Nee, niemals. Nee, guck mal, wie lange du da arbeiten musst. Ja, eben. Ich arbeite doch nicht 50 Jahre für irgendwen, also für einen Job, den ich nicht mag. Ja. Dann lieber ein Leben lang für mittlere Bezahlklasse. To go back in time, go into the future. Schwierig. Ich würde Vergangenheit nehmen. Ich auch. Ich will nicht. Nee, Vergangenheit, eindeutig. Auf 55% in Zukunft nehmen. To learn Spanish or Italian? Spanish. Ja, Spanisch. Ich finde Spanisch cool. Sowieso. Also. Ich hoffe, dass ich es auch lerne. 50-50. Ja? Ja. Okay. To have your hair glow in the dark oder have bendy straws for hair? Was sind bendy straws? Rasterlocken? Weiß ich nicht. Google. Leuchtende Haare sind ja irgendwie schon geil, ne? Oh ja. Also, nein, aber erstmal gucken, was das hat. Kurvenreiche Strohhalme. Okay, ich bin für die leuchtenden Haare. Ich auch. 90% sind für die leuchtenden Haare. Kann ich verstehen. Be machine gunned to death with light bright packs oder be assassinated by Cambridge Patch Dolls? Tja, das erste. Meinst du? Also mit Maschinengewehr getötet oder so hinterm Rücken? Ich glaube, ich würde das hinterm Rücken. Da kriegst du nicht so mit. Cambridge Patch Dolls? Was sind das? Schaufensterpuppen? Ich nehme das erste. Ich nehme das erste. Ich habe keine Ahnung. To be trapped in a tank full of spiders or a tank full of rats? Also gefangen sein in einer Falle mit einem Tank voller Spinnen oder voller Ratten? Ich würde die Ratten nehmen. Ratten. Ja. Die Spinnen, eklig. So ein Dschungelcamp-mäßig. To be trapped in an Olympic-sized swimming pool with a shark oder trapped in a squash court with a lion? Ich habe eigentlich vor beidem nicht so wirklich Angst. Also, ich würde den Löwen nehmen. Echt? Ja. Ich auch, glaube ich. Wir dürfen uns nicht immer so einig sein. To meet your true love, but miss your best friend's funeral? Oder go to your best friend's funeral, but never find true love? Dann lieber die wahre Liebe finden. Und wo wahre Freunde auch wichtig sind. Schwierig. Aber trotzdem, ich glaube, wahre Liebe will ich trotzdem bevorzugt. Ich auch. Menschen sind scheiße. Nix gegen euch. Dann wenigstens einer. 67% sind für die wahre Liebe. Also, hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. To be a hermaphrodite oder to have no sexual organs? Das erste. Ich glaube auch. Was ist nochmal ein Hermaphrodit? Weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn du keine Geschlechtsorgane hast, ist das ja nicht Guck nach. Ein Zwitter. Nee, dann lieber ein Zwitter. Zwitter oder gar keine? Dann lieber Twitter. Olivia Jones for the win. To be married to a hot, kind man with 5 other wives? Oder married to an ugly, grumpy, but faithful man? Also lieber einen richtig geilen Typen haben mit 5 anderen Weibern, den teilen müssen, so wie Playboy-Menschen mäßig. Oder mit jemandem verheiratet zu sein, der ziemlich hässlich ist, aber der dafür wirklich Charakter hat. Also wenn ich es auf die Frauen beziehen würde,
Ich bin Kerl, ich würde mit den 5 Kerlen die Pferde tauschen. Jetzt echt? Ja, eindeutig. Verarschst du mich jetzt? Nein, was? Okay, wir sind uns einmal nicht einig. Was? Würdest du ja... 61% stimmen mir zu. Tja. Ja, natürlich. Guck mal, wenn er mit fünf anderen... Mit fünf anderen teilen? Sind 1,5 oder 1,2 mal 6 in der Woche. Mit einer geilen Perle. Und so musst du jeden Abend so eine hässliche Schabracke füllen. Ja, aber was ist, wenn die toll ist und du die liebst? Ja, ist ja trotzdem... Ja, brauchst aber eine Menge Plastiktüten, ey. Ey, das... Ja, das gibt noch einen Diskussionsstoff heute Abend. A cold sore on your upper lip forever? Oder you're on front tooth sore. Missing forever? Ja. You're on front tooth missing. Deine vorderen Zähne? Ja, für immer, verlieren. Oder? A cold sore on your upper lip. Da bin ich überfragt. Lippenherpes. Also für immer Lippenherpes oder deine Vorderzähne verlieren, deine Schneidezähne? Lippenherpes. Ich glaube auch. Oh, 63% sagen nur Lippenherpes. Jawohl, ja, davon weiß ich nicht. Ja, aber to live, hatte, ja, was hattest du? Ich hatte früher, fehlten mir die vorderen Zähne, weil ich mich auf die Fresse gelegt habe. Deine Milchzähne oder was? Ja, aber das war ganz schön lange, weil da ja keine hinter waren. Aber ich habe mich lang gelegt und genau mit den Zähnen auf so ein, ich weiß nicht, auf Straße oder so und danach mussten mir die gezogen werden. Ja, das war nicht so geil. To live until you're the perfect age and be guaranteed a really happy life, but then have a horrible painful death, oder die right now, but die painlessly. Also ein langes, ziemlich geiles Leben haben und dann ziemlich schmerzvoll sterben, oder sofort sterben, aber dafür nicht so schlimm. Ich glaube, ich würde auch das erste nehmen. Ich würde auf jeden Fall. 71% würde uns dazu stimmen. To be a giant frog the size of a car, oder a tiny kangaroo the size of a mobile phone. Ich glaube, das kleine Känguru. Ja. Eindeutig. Das würden alle voll süß finden, aber... Ja. Den Frosch? Naja. To wear a tea cozy on your head forever? Ach du Scheiße. Wear a turban for a year. Dann lieber ein Jahr Turban als so ein Teehut. Finde ich voll geil, den Turban. Ja, ist echt so. Make out with your best friend oder play ding-dong-ditch on your mother-in-law at midnight? Was ist Ding Dong Ditch? Ich will's nicht wissen. Ich glaube, es ist das, was wir denken. Also, was ist Mother-in-Law? Ja, anscheinend irgendwas, was man kennen sollte. Dann make out with your best friend. Ja. To have 10.000 cats oder 10.000 dogs? Die Hunde. Ah. Jawohl, Katzen, die... Ich meine, was... Da musst du auch mit 10.000 Hunden spazieren gehen, ne? Ja. Das ist ja, aber Katzen, die machen dir die Wohnung immer kaputt. Gar nicht. Deine vielleicht. Ich habe keine zum Glück. Die dicken Scheißviecher aus der Wohnung da in Werner. Ja, toll. Vielleicht aber guck mal, wir haben eine Süße. Ja, wenn du so einen riesen Zwinger hast und so, dann... To be a scab oder a drop of spunk? Scab? Ja, a scab. Ja, wenn du sagst, was das heißt, dann kann ich dir gerne antworten. Natürlich kann ich dir sagen, was das heißt. Schorf. Was ist... Das, to be a scab. Willst du lieber Schorf sein? Das. Oder a drop of Spunk. Was heißt denn Spunk? Das ist bestimmt irgendwie Spucke oder Kotz oder so. Mumm. Nein. Doch, Spunk. Weiß ich nicht. Google mal anders. Also wäre ich lieber ein bisschen Schorf. Keine Ahnung. Aber Schorf ist doch. To be bad in bed? To only have sex with people that are bad in bed. To be bad in bed, eindeutig. Ich glaube auch. 45% nur, die anderen sagen. To have your crush ask you out. Oder every day come up to you and hug and kiss you. Nochmal. Would you prefer to have your crush ask you out? Also, dass dein Partner dich ausfragt. Every day come jeden Tag, up to oder? You and hug and kiss you. Verstehe ich nicht so ganz. Ja, entweder fragt dich aus oder er kommt zu dir im Arm. Ich halte es anhänglich oder nicht? Dann ja, schon anhänglich.